Heute geht es um 250 Millionen Euro, 50 Platin-Schallplatten und ziemlich peinliche TikToks. Heute geht's um Dieter Bohlen. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Dieter Bohlen, wir kennen ihn alle, der Mann hinter dem Filter. Obwohl schon Jahrzehnte im Showgeschäft, immer noch extrem derbe erfolgreich. Und auch nicht nur bei irgendwelchen alten Boomern, die den von früher kennen, sondern auch bei jungen Leuten. 1,5 Millionen Follower auf Instagram, 1,8 Millionen Follower auf TikTok. Zu TikTok kommen wir später noch, das wird sehr, sehr gut. Kleiner Vorgeschmack dazu. Ja, Dieter Bohlen ist mit Deutschland seit Jahren einfach verbunden wie Bier, die deutsche Nationalhymne oder dass man am Sonntag kein Altglas wegbringen darf. Warum auch immer. Und außerdem hat er uns vor Jahren mit Dieter, der Film, ein wahres Meisterwerk geschenkt. Mit knackigen 3,7 von 10 Sternen auf IMDb. Mega geiles Teil. Falls ihr also lieber in eurer Zeit was Gutes sehen wollt, habe ich was für euch. Denn vielen Dank an Paramount Plus, die der Sponsor des heutigen Videos sind. Bei Paramount Plus ist nämlich jetzt die deutsche Exklusivserie A Thin Line rausgekommen. In dem Cyberthriller geht es um Aktivismus, der immer extremer und irgendwann zum Terrorismus wird. Anna und Benny sind Zwillinge, die in Berlin wohnen und sich sehr für Klimaschutz engagieren, nur leider funktioniert das nicht immer so, wie sie sich das vorstellen. Und deshalb greifen sie zu immer extremeren Maßnahmen. Anna ist eine sehr gute Hackerin, Benny kann Menschen perfekt manipulieren und zusammen versuchen sie, den Korruptionsverdacht im Verkehrsministerium aufzudecken. Dabei wird Anna allerdings verhaftet und landet dafür im Gefängnis. Ihre Schwester flieht davor und schließt sich einer radikalen Gruppe an, die immer extremere Aktionen planen. Und so stehen die Schwestern irgendwann auf ganz anderen Seiten und es wird sich die Frage gestellt, ob der Zweck wirklich alle Mittel heiligt. Wir hatten dazu schon eine kleine Community-Aktion, denn wir konnten die erste Folge auf YouTube schon zusammen kostenlos gucken. Serienstart war am 16. Februar. Das Ganze gibt es, wie gesagt, auf Paramount Plus. Check gerne dazu den Link in der Videobeschreibung aus. Paramount Plus kostet 7,99 € im Monat. Ihr könnt das Ganze aber auch im Probeabo für eine Woche kostenlos testen. Und natürlich gibt es neben Thin Line auch noch viel, viel mehr Sachen dort auf dem Dienst. Also check das Ganze gerne mal aus. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ich bin sicher, ihr findet da was Besseres zu gucken als Dieter, der Film, und deshalb ganz schnell wieder zurück zum Thema. Denn rund um Dieter ist so viel passiert in letzter Zeit, dass wir da mal ganz genau hingucken müssen. Dieter Günther Bohlen ist 1954 geboren, der ist mittlerweile 69 Jahre alt und hat Abitur gemacht und BWL studiert, sogar abgeschlossen. Hat sich dann mal hier und da als Künstler probiert, aber den großen Durchbruch gab es dann mit Modern Talking. 1984 gegründet, fünfmal auf Platz 1 in Deutschland und in den Charts, in Europa, in Asien, in Afrika. Nach 3 Jahren hat man sich aber zerstritten und getrennt. Dieter hat dann weiter als Musikproduzent gearbeitet, viel erfolgreiche Hits gemacht. 1998 hat sich Modern Talking wieder zusammengetan und 2003 dann wieder getrennt. Aber Dieter Bohlen ist für Deutschland noch viel mehr als Modern Talking. 1987 hat er zum Beispiel auch die Titelmelodie zur Sportschau geschrieben. Und auch für den Tatort hat er mehrere Titelsongs komponiert. Er hat auch einige Songs geschrieben, die für Österreich und Deutschland beim ESC vorgetragen wurden. 2010 hat er zum Beispiel für Andrea Berg ein Album produziert. Das ist auf 1 gechartet, dreifach Platin gegangen. Ein Jahr später, zweites Album, genau das gleiche. Dieter Bohlen hat so viel Musik in seinem Leben komponiert, für so unterschiedlich viele Genres, dass er sich einfach tausende Pseudonyme ausgedacht hat, damit nicht überall sein richtiger Name steht. Art of Music, D-Bass, Fabrizio Bastino, Jennifer Blake, Joseph Kuhn, Marcel Madello, Benson, Ryan Barry Simmons, Mason, Attisha, Mikael David von Trufelas. Dieter Bohlen ist als Musikproduzent so unfassbar erfolgreich, der hat mehrere hundert goldene Platten. Dieter Bohlen hat insgesamt 50 Platin-Schallplatten. In seiner gesamten Karriere soll er insgesamt ungefähr 13,8 Millionen Tonträger verkauft haben. Das geschätzte Vermögen von Dieter Bohlen ist übrigens 250 Millionen Euro, damit ist er Platz 625 der reichsten Deutschen. Ich hätte eigentlich gedacht höher, aber gut. Einfach nur mal, dass man Bewusstsein bekommt, wie viel der Mann in seinem Leben musikalisch erreicht hat. Aber Dieter Bohlen ist für Deutschland einfach noch viel mehr, denn erfolgreiche Musiker waren viele. Aber Dieter Bohlen hat nochmal ein ganz anderes Level an Bekanntheit bekommen und ist deswegen immer noch aktuell, weil er wahrscheinlich den schlauesten Move in der Entertainment-Geschichte in Deutschland gemacht hat. Denn 2002 ist Deutschland sucht den Superstar gestartet. Und Dieter war natürlich von Anfang an in der Jury direkt dabei. DSDS ist natürlich nur ein Ableger des original britischen Formats, aber auch in Deutschland war das so unfassbar erfolgreich. Das Finale der ersten Staffel haben damals in Deutschland 12,8 Millionen Menschen gesehen. Dieter Bohlen hat mit allen 10 Finalisten damals einen Song produziert. Das war der erfolgreichste Song 2003 in Deutschland. DSDS läuft mittlerweile in der 20. Staffel. Das heißt, seit 20 Jahren ist Dieter Bohlen präsent jedes Jahr im Fernsehen. Und auch wenn die Quoten immer weiter gesunken sind, gucken natürlich noch Millionen von Menschen jedes Mal zu. Laut Wikipedia bekommt Dieter Bohlen übrigens als Gage pro Staffel DSDS
1,2 Millionen Euro. Und auch immer wieder hat Dieter selbst den Gewinnersong für die Leute geschrieben und war dann natürlich auch zufälligerweise Platz 1 in den Charts. 2007 hat er gesagt, komm Leute, ich bin so geil, ich mach's auch nochmal beim Supertalent. Und auch da war er bis 2021 Hauptmitglied in der Jury. Und wenn man sich den Weg so anguckt, könnte man denken, okay, da hört die Story jetzt einfach auf. Dieter war erfolgreich als Musiker, dann als Produzent, dann als Entertainer. Fertig. Aber Dieter Bohlen ist nicht nur das. Denn Dieter Bohlen ist in Deutschland vor allen Dingen auch durch richtig viele Skandale berühmt geworden. Verantwortlich dafür vor allen Dingen die Bild-Zeitung. Vielen Dank dafür. Streit um Unterhalt. Bohlen verliert Prozess gegen Ex. Bohlen verklagt Verona. Gericht soll geheimes Tonband verbieten. Nach Zoff mit Thomas Anders. Bohlen zeigt Reue. Dieter Bohlen. Baby da. Bohlens Teppichliebe. Jetzt erzählt sie alles. DSDS-Skandal. Jetzt spricht Bohlen. Und Anrufer bekommen ihr Geld zurück. Sex, Intrigen, Tränen. Bohlen. Sowas wirklich bei den Superstars. Dieter Bohlen noch böser. Du Kanalratte. Und Thomas Anders schlägt zurück. Du arme Wurst. Ihr merkt, die Bild-Zeitung hatte immer ziemlich Bock darauf, Dieter Bohlen vorne auf die Titelseite zu klatschen, weil das Leben von Dieter halt auch echt viel Stoff für Kontroversen gesorgt hat. Vor allen Dingen sein Privatleben. Das wusste Dieter auch selber, weil er damit immer gespielt hat und weil er wusste, okay, so bleib ich halt im Gespräch, so bleib ich relevant. Er hat zum Beispiel auch vor einigen Jahren seine Biografie geschrieben und dort ja, sehr viele private Infos über einige Promis reingepackt. Daraufhin wurden mehrere einstweilige Verfügungen gegen das Buch beschlossen. Diese Zeilen mussten rausgestrichen werden und die erste Auflage durfte so nicht mehr verkauft werden. Neben seinen Schlagzeilen, seiner Biografie gab es natürlich auch, wie gesagt, Dieter den Film. 3,7 als Bewertung. Aus copyright-technischen Gründen kann ich hier wahrscheinlich nichts davon einblenden, aber allein der Trailer, den es auf YouTube gibt, dümmer und sexistischer könnte ein Film eigentlich gar nicht mehr sein. Dieter war also in Deutschland schon sehr, sehr bekannt, aber auch irgendwie nicht besonders beliebt. Aber dann, bei DSDS ist er vor allen Dingen beliebt geworden, wegen seiner harten Sprüche gegenüber anderen Kandidaten. Weil viele gesagt haben, er ist so ehrlich, er trägt sein Herz auf der Zunge. Aber ganz ehrlich, das ist einfach das Showgeschäft. Und Dieter wusste ganz genau, wie er sich und die Show noch bekannter machen kann. Nämlich, indem er Leute auf möglichst kreative Art und Weise einfach fertig macht. Das war sein Markenzeichen. Leute einfach beleidigen, wenn sie nicht singen können. Ja, hier ein kleines Best-of der ganzen Sachen. Wenn ich mir morgens einen Pickel ausdrücke, dann hat der mehr Power als deine Stimme. Wollt ihr wissen, was der Unterschied zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße ist? Der Eimer. Bei mir kommen solche Geräusche aus anderen Öffnungen. Du klingst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt. Du klingst, als wenn sie dir den Arsch zugenäht haben und die Scheiße oben rauskommt. Ich kann nicht mal sagen, dass das Scheiße war. Das war schlechter. Wenn du mir einen Affen mitgibst für ein halbes Jahr, dann singt er besser. Bei mir ist das Problem, soll ich dir helfen oder dich notschlachten? Sympathisch. Ja, wirklich ein netter, sympathischer, respektvoller Mann. Aber ey, es hat funktioniert und dadurch ist DSDS zu einer der erfolgreichsten Sendungen im deutschen Fernsehen geworden. Und Dieter Bohlen halt der Pop-Titan, einer der erfolgreichsten deutschen Persönlichkeiten im Entertainment-Bereich. Irgendwann hat RTL allerdings gesagt, ey, irgendwie ist es auch so ein bisschen zu assi, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Ja, und die wollten eigentlich einen Imagewechsel und weg von diesem assi-Image. 2001 hat RTL dann Dieter aus der Jury rausgeschmissen. Allerdings waren die Quoten dann irgendwie noch beschissener als vorher. Also 2023 wieder rein mit Dieter. Allerdings soll nach dieser Staffel, die jetzt gerade läuft, auch Ende sein mit DSDS. Danach soll nichts mehr kommen. Werden wir mal schauen, ob die das Ganze auch so einhalten werden. Aber ich glaube, wenn DSDS aufhört, stört das Dieter eigentlich gar nicht. Denn mittlerweile hat er sich ein ganz gutes anderes Standbein aufgebaut, nämlich Social Media. Vor allen Dingen auf TikTok ist er ein Star geworden. Auch wenn man den Typen hinter dem ganzen Weichzeichner jetzt nicht mehr so unbedingt erkennen kann. In jedes verdammte Video wird dieser Weichzeichner bis zum Anschlag reingeballert, damit das Botox-Gesicht sich noch ein bisschen besser entfalten kann. Ich find's ehrlich nice. Und ich meine, ja, ich verstehe auch, dass man irgendwann ab einem gewissen Alter so ein bisschen jünger und fitter aussehen möchte. Aber Dieter ist so besessen davon, komplett faltenfrei irgendwo aufzutauchen, dass selbst bei DSDS Dieters Gesicht gefiltert wird. Ich sag, guck mal, schön gefiltert, ne? Ist das jetzt ohne Filter? das gibt Ärger. Da wird ein Praktikant wahrscheinlich gefeuert werden. Ja, blöd, wenn man das dann in der zweiten Hälfte vergisst und das dann irgendwie nicht mehr ganz so gleich ist. Plötzlich viel mehr Details erkennbar, merkwürdig. Aber dann muss es ja eine Vorgabe geben, wahrscheinlich von Dieter, der ist hingegangen und hat gesagt, ey, meine Fresse, die wird aber gefiltert. Wehe, man sieht da irgendwas von der Falte. Wenn du da jedes Mal so drauf achtest und dir das so wichtig ist, dass kein Mensch dein richtiges Gesicht sieht, dann wird das wahrscheinlich Ärger geben. Und Ärger hat Dieter mittlerweile auch in der aktuellen Staffel. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gibt großen Beef zwischen ihm und Katja Krasavice. Dieter hat ja eine Kandidatin dort geslutshamed. Katja fand das ziemlich beschissen und hat ein 5 Minuten Beef TikTok Video gegen ihn aufgenommen und mehrere Sachen aufgedeckt. Zum Beispiel, dass
viele andere Juroren ihr geschrieben haben, die damals bei DSDS in der Jury saßen und auch gesagt haben, ey, danke, wenigstens gibt irgendwer mal Dieter Kontra, weil er sich anderen Leuten gegenüber oft ziemlich wie ein Arschloch verhält. Dieter Bohlen ist dann auch über Katja hergezogen und hat dann auch gesagt, ey, ich konnte die eh nicht leiden und ich habe gar keinen Bock auf die und warum sucht RTL solche Leute aus? Ja, komisch, dass er letztens ja noch einen Song mit Katja gemacht hat. Merkwürdig, dass er sogar ins Video und in den Titel wollte. Und Katja hat auch gesagt, ey, das hat er nur gemacht, weil er die Nummer 1 mit mir haben wollte. Weil Dieter nur wichtig ist, dass er erfolgreich ist, egal mit wem. Ob er die Leute leiden kann oder nicht, ist egal. Hauptsache Nummer 1. Und Dieter möchte ins Video. Und Dieter möchte auf den Titel, weil Dieter Bohlen einen absoluten Geltungsdrang hat. Und deshalb ist das auch kein Problem, wenn DSDS jetzt aufhört, weil er mit TikTok eine ganz andere Plattform gefunden hat, wo er das auch ausleben kann. Allerdings ist TikTok wirklich so unfassbar unangenehm bei ihm, ne? Das ist wirklich anderes Level von Cringe. Kleines Beispiel dafür. Oder das hier. Toll. Oder das hier. Und dabei, wenn man solche Videos sieht, muss man sich klar machen, das ist der Mann, der 20 Jahre lang Menschen im deutschen Fernsehen komplett fertig gemacht hat. Der jahrelang Leute beleidigt hat, mit Tieren gleichgesetzt hat, weil sie nicht so gut singen konnten, wie er das wollte. Die Leute sind dahin gegangen und hatten Angst vor ihm. Vor dem hier. Und auch die Leute in den Kommentaren checken überhaupt nicht, was diese Videos eigentlich sollen. Sich im Internet komplett für Klicks zum Affen machen, während man dann draußen im Fernsehen den harten Hund spielt. Viele denken, ey, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber doch, das tut es. Denn im Fernsehen funktioniert es eben, wenn man Leute fertig macht und beleidigt. Und im Internet funktioniert es, wenn man sich zum Affen macht. Denn alle diese Videos haben Millionen von Aufrufen bekommen. Und genau das findet Dieter Bohlen geil. Erfolgreich sein. Egal, ob du dafür im Fernsehen oder im Internet oder wo auch immer bist. Und auch beim Katja-Beef merkt man immer, ihm ist egal, wer da sitzt. Er möchte einfach nur erfolgreich sein. Wenn man dafür Leute beleidigen muss, okay. Wenn man sich dafür zum Trottel machen muss, auch okay. Es reicht nicht, dass man hunderte Millionen auf dem Konto hat. Man muss immer noch relevant bleiben. Weil Dieter Bohlen eigentlich gar nicht anders kann, weil er sein ganzes Leben lang immer Aufmerksamkeit haben wollte. Egal, welchen Weg man da auch gehen muss. Egal, ob durch die Bildzeitung, durchs Fernsehen, durch sein Buch, durch seinen Film, was auch immer. Dieter Bohlen möchte nicht gemocht werden, er möchte einfach bekannt sein. Man könnte auch mittlerweile sich zur Ruhe setzen und sagen, ey, ich bin 70 Jahre, ich habe alles erreicht, ich habe Millionen, ich höre auf. Macht er aber nicht. Er hat komplett ausgesorgt, aber er macht einfach weiter. Und wenn man ihn sich anguckt, ist Dieter Bohlen mittlerweile ein alter Mann, der irgendwie komplett aus der Zeit gefallen wirkt. Mit Sprüchen und Beleidigungen, die heutzutage irgendwie völlig unzeitgemäß sind, mit komischen Wegen irgendwie relevant zu bleiben im Internet und mit einem Gesicht, was man eigentlich gar nicht mehr als Gesicht erkennen kann, hinter dem ganzen Filter dort. Aber dass er irgendwie nicht loslassen kann, weil er das einfach so mega geil findet, immer noch bekannt zu sein. Und weil er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat. Dieter Bohlen war deswegen irgendwie immer schon so ein bisschen komisch. Und wenn man das merkt, dann ist das Ganze auch gar nicht mehr so angsteinflößend, wenn man da steht, singt und er dich einfach wieder beleidigt. Denn dann wirkt das alles so ein bisschen wie so ein Schrei nach Aufmerksamkeit und dass die Leute einfach nur gucken sollen, weil man wieder der ist, der am lautesten brüllt. Das ist der Werdegang von der ZDF-Hitparade direkt auf TikTok. Was ist eure Meinung zu Dieter Bohlen? Sagt ihr, ey, das ist immer noch der Titan, ja, ich feier den so derbe in der Jury? Oder sagt ihr, ganz im Ernst, was soll das eigentlich alles noch? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich gehe mir natürlich erstmal die Biografie besorgen. Vielen, vielen Dank an Paramount Plus für die Kooperation in diesem Video. Wie gesagt, checkt's gerne aus in der Videobeschreibung und schaut euch Thin Line an. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.